Hallo liebe Freunde der feinen Lebensart. Endlich ist es soweit. Die Natur erblüht und das schöne Wetter lockt uns ins Freie. Entweder ans Wasser, möglichst etwas von Berlin entfernt, inklusive Inselbesuch, oder nur zu einem feinen Menü auf eine lauschige Restaurantterrasse. Wir haben Ihnen heute beides zu bieten und so viel davon, dass ich mir keine langen Vorreden erlauben kann. Gut, so werden Sie sagen, denn es geht ja auch ohne den. Moment. Freuen Sie sich nicht zu früh, denn ich melde mich zwischendurch immer mal wieder zum Wort. Nicht, weil ich etwa Wichtiges zu sagen hätte, woher auch, sondern nur so als Wiedererkennung, damit Sie auch nach einer halben Stunde noch wissen, mit welcher Sendung Sie Ihre Zeit vertun. So, jetzt aber. Unsere erste Geschichte spielt wieder einmal auf dem Wasser, diesmal aber keine lange Kreuzfahrt, sondern nur eine kleine Passage über die Nordsee. Unser Ziel ist die Hochseeinsel Helgoland, jawohl. Und dort natürlich das beste Hotel am Platz. Doch bevor wir auf den schnellen Helgoland-Katamaran stiegen, übernachteten wir im Hotel Freihof am Roland in Wedel, richtig. Und diese kleine Stadt liegt an der Elbe, nicht weit von Hamburg entfernt, na, denn man taucht. Wenn Hamburg das große Tor zur Welt ist, dann ist die Stadt Wedel, direkt an der Elbe und etwa 30 Kilometer nördlich von der Hansestadt gelegen, das kleine Tor und vielen Seefahrern der Welt wohl bekannt. Denn in Wedel kommen sie alle vorbei, die großen und die kleinen Schiffe auf ihrem Weg zum Hamburger Hafen. Und die wohl bekannteste touristische Attraktion ist die Begrüßungszeremonie für die dicken Pötte am Willkommhöft. Hier am Schulauer Fährhaus werden alle ein- und auslaufenden Containerriesen und Kreuzfahrtschiffe über Lautsprecher mit ihrer Nationalhymne begrüßt. Und dieser Willkommensgruß wird dann von der Schiffssirene erwidert. Ohnehin ist die maritime Landschaft der Unterelbe von Hamburg bis Cuxhaven ein vielbesuchtes Naherholungsgebiet, das mit seinen endlosen Rad- und Wanderwegen europaweit seinesgleichen sucht. Vom Elbufer sind es dann nur wenige Minuten bis ins Stadtzentrum und zur S-Bahn-Station mit direkter Anbindung an die Hamburger Innenstadt. Doch das kulturelle Herz von Wedel ist seine historische Altstadt. Hier befindet sich auch das Ernst-Barlach-Museum, zugleich Geburtshaus des bekannten Bildhauers und Dichters. Und mitten auf dem Marktplatz steht das 500 Jahre alte Wahrzeichen der Stadt, der Roland, und bewacht mit erhobenem Schwert den Eingang des Hotels Freihof am Roland, ein atmosphärisches Garni-Hotel mit langer Tradition und dem Charme eines historischen Gebäudes, dessen baulicher Kern bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Es ist das erste Haus am Platz mit professionellen Tagungsmöglichkeiten und 40 Gästezimmern, die sich alle um den nostalgischen Innenhof gruppieren und ein angenehmes nordisch-maritimes Ambiente vermitteln, mit antiken skandinavischen Weichholzmöbeln, hochwertigen Boxspringbetten und modernsten Kommunikationsmedien. Auch in den öffentlichen Bereichen mit fast musealem Charakter wird sich jeder Feingeist wohlfühlen. Die Restaurant- und Frühstücksstuben sind urgemütlich und liebevoll eingerichtet mit allerlei Antiquitäten und Accessoires aus alten Zeiten. Und wenn dem Gast ein altes Stück davon gefällt, so kann er es sogar käuflich erwerben und gleich mitnehmen. Das maritime Bild an der Wand zum Beispiel oder das alte Buddelschiff, ja auch den Stuhl, auf dem er sitzt oder das Geschirr, von dem er speist. So facettenreich wie das individuelle Interieur, so ist es auch das kulinarische Angebot. Vom gesunden, vitalstoffreichen Frühstück über eine erlesene Weinauswahl bis hin zu einer Fülle appetitlicher Tapas, bunt und täglich frisch zubereitet. Wir machen mit ganz viel Liebe und Herz die Speisen selber, machen die Aufstriche selber, machen sämtliche Konfitüren selber, backen zwei Sorten Brot und es gibt sogar frisch gebackene Waffeln bei uns. Und abends? Abends bieten wir für unsere Hausgäste ein buntes Tapas-Buffet an, aus klassischen Elementen wie luftgetrockneten Wurstsorten, Käse, eingelegten Gemüse. Und auch da machen wir viele herzhafte Aufstriche selber. Und das variieren wir, je nach Saison und je nachdem, was uns einfällt. Da ist das ganze Team dran beteiligt dann.
Und da das kreative Team außerdem darin geübt ist, jedem Gast Wünsche von den Lippen abzulesen, nahm sich also Kirsten, die sympathische Marketingleiterin, gerne die Zeit, dem Hauptstädter ein altes Kindheitsvergnügen zu erfüllen, nämlich Schiffe winken am Elbufer. Und so winkte man dann auch gerne der ausfahrenden AIDA zu, glücklich auch bei dem Gedanken, jetzt nicht auf diesem riesigen Spaß- und Partydampfer mitfahren zu müssen. Und da viel Winken hungrig macht, wurde dann der Berliner am Abend im gemütlichen Antiquitätenrestaurant mit einem großzügigen Sortiment hausgemachter Tapas verwöhnt. Dazu ein guter Tropfen Wein und die vergnügliche Aussicht, am nächsten Tag nach Helgoland zu reisen. Mithin also ein schöner Ausklang eines kurzweiligen Tages zwischen altem Land und den Elbmarschen im Hotel Freihof am Roland in Wedel. Fast täglich, so gegen 9.30 Uhr, gleitet er heran, der Halunderjet, ein Hochgeschwindigkeitskatamaran, der von den Hamburger Landungsbrücken kommend an der Anlegestelle von Wedel, der berühmten Schiffsbegrüßungsanlage Willkommhöft am Schulauer Fährhaus, noch neue Passagiere aufnimmt für die rasante Fahrt über die Elbe bis nach Cuxhaven und von dort weiter über die Nordsee bis zur Hochseeinsel Helgoland. Mit einer Maschinenleistung von 9.500 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von fast 70 km/h benötigt der größte und schnellste Katamaran in der deutschen Bucht nur 2,5 Stunden für die rund 100 Kilometer bis zum Roten Felsen. Bei ruhiger See eine vergnügliche Mini-Kreuzfahrt mit windzerzausten Haaren auf dem hinteren Außendeck oder mit Frühstück und anderen Snacks im Salon mit hohen Panoramafenstern. Bei unruhigem Wellengang hingegen werden an Bord Tabletten gegen Seekrankheit ausgeteilt. Doch ehe man sich über seine körperliche Befindlichkeit im Klaren ist, heißt es schon Insel in Sicht. Anders als die klassischen Seebäderschiffe kann der Katamaran direkt bis in den Helgoländer Südhafen hineinfahren. So entfällt das langwierige Aus- und Einbooten, wodurch die Passagiere mehr Zeit auf der Insel verbringen können. Doch nur maximal 4,5 Stunden bleiben den Tagesbesuchern, denn um 16.30 Uhr geht's wieder zurück. Unser Aufenthalt sollte aber etwas länger dauern, wollten wir doch ohne Zeitdruck die außergewöhnliche Insel erkunden und nebenbei mit Muße und allen Sinnen die kulinarischen Attraktionen Helgolands kennenlernen. Nur wenige Schritte von der Anlegestelle entfernt bieten sich dazu die ersten Gelegenheiten. Aufgereiht wie eine bunte Kette präsentieren sich an der Hafenstraße die für Helgoland so typischen Hummerbuden. Früher einmal Wohn- und Werkstätten der Fischer dienen die heute unter Denkmalschutz stehenden zweigeschossigen Holzhütten als Kneipen, Galerien, Cafés und Souvenirläden. Oder auch wie im Fall von Rickmoss Seafood als Imbissbude der besseren Art. Da konnte und wollte der Genussmensch aus Berlin der ersten Verlockung nicht widerstehen. Frische Austern aus der Nordsee mit einem Champagner-Piccolo zum Nachspülen. Ach, das Leben kann so schön sein. Doch selbst dieser Genuss ist noch steigerungsfähig und zwar mit einer sehr typischen Inseldelikatesse, den Helgoländer Kniepern. Das sind die Scheren der großen Taschenkrebse, also die Kneifzangen davon, deswegen Knieper auf Helgoländisch. Pfund- oder kiloweise serviert, obliegt es dem Gast mit einem beherzten Hammerschlag, den Panzer zu brechen und das köstliche Scherenfleisch herauszulösen. Ob warm oder kalt zu genießen, ist Teil eines Glaubenskrieges unter Feinschmeckern, einig aber ist man sich bei den Dips und Tunken, nämlich mit Curry, Dill und Cognac abgeschmeckt. Dazu Baguettebrot und ein trockener Blanc de Blanc. Helgoland, ich liebe dir! Von Rickmoss Seafood Hummerbude ist es dann nicht weit bis zum Hotel Rickmoss Insulaner, unserer Unterkunft an der Uferpromenade des Südstrandes. Die Lage dieses traditionsreichen Vier-Sterne-Hotels ist prominent, denn kaum eine Herberge ist näher dran am Meer. Man wohnt quasi in der ersten Reihe. Alle Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet mit den Materialien und Farben der Insel. Die Bäder sind gepflegt und der Blick geht aus bodentiefen Fenstern oder von kleinen Sonnenbalkonen auf die Hafenbucht und das weite Meer.
Das Hotel Rhythmus Insulana mutet ein bisschen an wie eine Insel auf der Insel. Ist es doch ein Ort der Kontemplation und Erholung. Dazu trägt auch das sogenannte Sinnland bei. So wird der Freizeit- und Wohlfühlbereich genannt, mit Sauna, Dampfbad und Infrarotkabinen, mit Schönheitsbehandlungen und Massagen, einem exklusiven Private Spa und einem 2500 Quadratmeter großen Gartenpark, der sich hoch über das Hotel erstreckt, mit kleinen Terrassen und Rückzugsräumen sowie abgeschiedenen Sitz- und Liegeinseln zum Träumen, Entspannen und Sonnenbaden. Und immer geht der Blick auf die Helgoländer Reede und die Düneninsel gegenüber. Detlef Rhythmus heißt der Hotelbesitzer und ist sozusagen das amtierende Familienoberhaupt der angesehenen Inselfamilie Rhythmus, die seit vielen Generationen die Geschicke und Geschichte Helgolands mitgeprägt hat. Und da Herr Rhythmus sehr geschichtsbewusst ist, gleicht sein Haus einem kleinen Museum über die Insel und Familienhistorie. Kaum eine Ecke, in der nicht Bilder, Bücher oder Fotos von alten Inselzeiten und Familienabenteuern erzählen. Und noch einer darf nicht fehlen an der Wand, nämlich James Krüss, Helgolands berühmtester Sohn und 1997 verstorbener Erzähler, Kinderbuchautor und Sprachzauberer. Er war auch der Onkel von Detlef Rhythmus, der ja nun heute zusammen mit seiner Frau Kirsten die Familieninteressen vertritt. Als Hotelier und Gastgeber beobachtet er mit Stolz und mit Zuversicht eine Art Renaissance und Wiederentdeckung der Insel bei den Touristen aus Deutschland und der Welt. Ja, das sehe ich auch so. Wir hatten so in den 80er Jahren eine Zeit, wo sehr, sehr viel Tagesgäste kamen, wo man Helgoland nur noch als Tagesgastinsel gesehen hat. Und jetzt wird gerade die Urlaubsinsel Helgoland wiederentdeckt. Helgoland ist ein Natur- und Denkmalschutzreservat und bietet die sauberste Umwelt Deutschlands mit einem gesunden, pollen- und abgasfreien Reizklima, das alle Lebensgeister weckt. Eine Natur, die auf engstem Raum Dünenlandschaft und Steilküste ebenso vereint wie Hummerfang, Brutkolonien seltener Vögel, Kegelrobben und eine atlantische Fauna, begünstigt durch die Nähe zum Golfstrom. Die Topographie Helgolands gliedert sich in drei Teile, in Unter-, Mittel- und Oberland. Sowohl oben als auch unten laden verwinkelte Gassen zum Bummeln und zahlreiche Geschäfte zum zollfreien Einkauf ein. Ein absolutes Muss für jeden Helgoland-Besucher ist aber der Rundgang auf dem Klippenrandweg im Oberland. Beliebtes Ziel an der Südspitze ist natürlich die Lange Anna, eine 47 Meter hohe Felsnadel und das Wahrzeichen Helgolands. Unmittelbar davor Deutschlands einziger Vogelfelsen, zudem das kleinste Naturschutzgebiet der Welt, der sogenannte Lummenfelsen, auf dem sich in der milden Jahreszeit mehr als 5000 Vogelpaare einnisten, darunter Lummen, Eissturmvögel, Basstölpel und Austernfischer. Vogelkundler aus aller Herren Länder pilgern hierher, viele davon in einheitlicher Tarnkleidung für Mensch und Gerät, damit sie von den Vögeln nicht gesehen werden. Ja, selbst wir haben uns von so viel Camouflage täuschen lassen und dachten doch glatt, es sei ein Baum. Vom Oberland hat man auch einen schönen Blick auf die Helgoländer Düne, eine vorgelagerte Sandinsel und im Sommer ein stilles Refugium für Badegäste, Sonnenhungrige und Spaziergänger, mit zwei traumhaften und niemals überlaufenden Badestränden. Und nicht nur die Menschen fühlen sich hier wohl, auch Dutzende von Kegelrobben haben die Düne als ihr Zuhause entdeckt. So nah wie hier kommt man den possierlichen Tieren nirgendwo auf der Welt. Ein kleines Boot, die sogenannte Dünenfähre, bringt die Gäste im Halbstundentakt von einer Insel auf die andere. Auf der Düne befindet sich auch der kleine Helgoländer Flughafen, auf dem das ganze Jahr hindurch mehrmals am Tag zweimotorige Flugzeuge starten und landen und eilige Passagiere in knapp 20 Minuten aufs Festland nach Cuxhaven, Bremerhaven oder Büsum bringen. Natürlich sind auch Rundflüge buchbar mit bis zu 8 Personen zu den Nachbarinseln oder den nahegelegenen Windparks.
Helgoland, det helge Land, das heilige Land, ist seit tausenden von Jahren ein mythenbeladener Kraftort. Ist jedoch vieles anders. Die Luft, das Licht und die Langsamkeit, die man erst entdeckt, wenn man sich mal eine längere Auszeit gönnt. Und da fällt es dem Helgoländer natürlich nicht schwer, ein paar gute Argumente für einen Aufenthalt auf seiner Insel zu finden, oder? Die Vielfalt, die man hier hat, die besondere Architektur, die sehr bauhausgeprägt ist, die Helgoland ausmacht, und die Reduziertheit und Überschaubarkeit bei trotzdem vielen Dingen, die es zu entdecken gibt. Und eine ganz besondere Geschichte. Und eine ganz besondere Geschichte, die bis in die Steinzeit zurückreicht. Die Familie Rickmers ist schon wie viele Generationen auf der Insel? Oh Gott, die Generation kann ich gar nicht sagen, aber 2014 sind es genau 500 Jahre, dass wir hier dokumentiert sind. Eine 500-jährige Familiengeschichte beinhaltet gewiss auch kulinarische Traditionen, die eng mit der Inselgeschichte verwoben sind. Gerichte mit Geschichte lautet somit auch das Motto der Rickmerschen Hotelgastronomie. Ob beim Fine Dining im Hellen Galerie Restaurant mit Blick auf die Flaniermeile des Unterlandes und die Rhede oder im gemütlichen Studio, umgeben von einer imposanten Gemäldesammlung mit Helgoländer Motiven. In diesem schönen Ambiente speist man fangfrischen Fisch und bestes Fleisch, natürlich auch Knieper, entweder in der Tür oder in der Suppe, auch als Sushi. Alles wird frisch und anspruchsvoll zubereitet vom international erfahrenen Küchenchef Jens Ramke und seinem tüchtigen Team. Da darf natürlich auch nicht der weltberühmte Helgoländer Hummer fehlen, der zwar eine rare Delikatesse ist, aber wieder verstärkt vor der Insel gefangen wird. Für jeden mit allen Salzwassern gewaschenen Gourmet gilt der Helgoländer Zehnfüßer als geschmacklicher Hammer unter allen Hummern der Welt. Da musste es für den maßlosen Esser aus Berlin natürlich auch gleich so ein komplettes Krustentier sein, ganz für ihn allein, serviert mit drei delikaten, hausgemachten Soßen. Ein seltener und deswegen auch erinnerungswürdiger Moment. Also dann andächtiges Schweigen und achtsames Genießen. Was sollte dem ja auch noch folgen? Allenfalls noch ein Dessert, na klar. Und schließlich eine ruhige, friedliche Nacht mit Wind- und Wellenrauschen und der Vorfreude auf einen weiteren Tag, der Langsamkeit und Überschaubarkeit auf dieser schönen Insel hinterm Horizont. Gut erholt und gut gegessen im Nordseehallbad Helgoland. Wie titelte doch dereinst die Zeitschrift Cosmopolitan? Eine halbe Stunde Spaziergang am Helgoländer Dünenstrand und die stressgeplagte Karrierefrau sieht aus wie Dampf gebügelt. Sehr schön. Gilt natürlich auch für Karrieremänner. Also ich kann Ihnen so eine Tour nur ans Herz legen mit dem Auto in 2,5 Stunden nach Wedel und am nächsten Tag mit dem Halunderjet in 2,5 Stunden auf die Insel. So, und nun kann ich Ihnen noch ein paar appetitanregende Informationen ans Herz legen, darunter auch ein First-Class-Wellness-Hotel auf der schönen Ostseeinsel Usedom. Und danach gibt's Golden Rice. Kein Sch. Willkommen auf Usedom, willkommen in Ahlbeck. Im Zentrum des schönen Kaiserbades und direkt an der längsten Strandpromenade Europas liegt das Ahlbeck Hotel und Spa. Ein außergewöhnliches 4-Sterne-Superior-Boutique-Hotel mit modernem Design und alter Fassade. Aus fast allen Zimmern und Suiten, unterschiedlich in Form und Farbe, genießen Sie einen grandiosen Blick auf die Ahlbecker Seebrücke und den kilometerlangen Sandstrand. Das Ahlbeck ist ein zertifiziertes Wellness-Hotel der Premium-Qualität mit 20 Meter Schwimmbad, großer Saunalandschaft, Private Spa, Beauty-Lounge und Wellness à la carte. Und in 2 Restaurants mit Showküche werden Ihnen regionale und internationale Spezialitäten in bester Qualität serviert. Mit zünftigem Barbecue auf der Ostseeterrasse und frisch gebackenem Brot und Kuchen vom hauseigenen Ahlbecker. Erleben Sie unbeschwerte Urlaubstage in stilvollem Ambiente an der Ostsee und überzeugen Sie sich davon, dass es wirklich Augenblicke gibt, an denen man spürt, dass man einen Ort gefunden hat, ohne ihn gesucht zu haben. Das Ahlbeck im schönen Kaiserbad Ahlbeck auf Usedom.
Asiatische Restaurants und Sushi-Bars gibt es ja zuhauf in dieser Stadt. Und man könnte meinen, dass der Markt und die Menschen davon irgendwann mal gesättigt sind. Und doch kommen immer wieder neue hinzu. Das jüngste ist gerade mal ein paar Wochen alt und gehört einem sehr erfahrenen, sehr fleißigen und sympathischen Gastronomen-Ehepaar aus Vietnam, das schon drei andere gutgehende Restaurants dieser Art ihr eigen nennt. Und in der Hoffnung, dass auch das vierte eine kleine Goldgrube wird, haben sie es in der Entsprechung auch gleich so genannt. Restaurant Golden Rice in der Chausseestraße in Mitte. Die Standortkoordinaten des neuen asiatischen Restaurants Golden Rice in der Chausseestraße dürften wohl bekannt und leicht zu merken sein. Zwischen Ballhaus Berlin und dem U-Bahnhof Naturkundemuseum. Ohnehin empfiehlt es sich, die U-Bahn zu nehmen, denn Parkplätze sind rar in der Chausseestraße, auch wegen der neuen Bundesnachrichtendienstzentrale gegenüber. Die Lage ist also prominent und der Standort für ein Restaurant mit leichter und gesunder Kost gut gewählt. Ambitioniert gestaltete helle Räume schmücken sich mit großformatigen Fotos an den Wänden und suchen eine stilistische Balance zwischen Moderne und Tradition, mit Kristalllüstern an der Decke und kleinem Altar zu Buddhas Füßen. Das Golden Rice verspricht eine authentische asiatische Küche, wobei der kulinarische Schwerpunkt auf vietnamesischen Speisen liegt und einem großen Sushi-Angebot. Das spiegelt sich auch in der räumlichen Aufteilung wider. Auf der rechten Seite und im hinteren Bereich das à la carte Restaurant und vorne links die Sushi-Bar mit Laufband und bequemen Sitzhockern. Was uns dort auf Anhieb gut gefallen hat, war die Präsentation der umlaufenden Sushi-Portionen, abgedeckt mit kleinen transparenten Plastikgloschen, was dem Ästheten, der Wert auf Lebensmittelhygiene legt, sehr entgegenkommen mag. Apropos entgegenkommen. Die Sushi-Auswahl ist enorm, die Tellerchen sind hoch gestapelt und so findet ein jeder sehr schnell, was ihm mundet. Extra Wünsche werden von den jungen Sushi-Köchen natürlich auch umgehend erfüllt. Und nur um den Leuten vom Fernsehen mal zu zeigen, was sie alles drauf haben, schufen sie in Windeseile ein halbes Dutzend Sushi-Platten mit allen möglichen Geschmacksvariationen dieser leckeren Reishäppchen. Das musste dann sogar selbst der Sushi-Meister fotografisch festhalten. Passiert ja auch nicht alle Tage. Die freundliche Aufforderung von den sympathischen Gastgebern, Frau Ho und Herr Nguyen, uns nun an dieser Sushi-Opulenz auch noch gütlich zu tun, mussten wir leider ablehnen, da wir doch die Absicht hatten, noch ein paar à la carte Speisen zu probieren. Und so wechselten wir alsdann von der Sushi-Bar an den für uns reservierten Tisch im vorderen Restaurant. Dort wartete aber schon die nächste Überraschung auf uns, nämlich ein üppiger Tellerreigen mit einem halben Dutzend verschiedener Hauptgerichte. Und das eine so appetitlich wie das andere. Ja, sie meinten es wieder einmal gut mit uns, überschätzten aber wohl die Größe unseres Appetits. Zumal wir es doch auch langsam angehen wollten. Zunächst einmal mit zwei Vorspeisen. Für Silvia eine schöne Portion gedünsteter Teigtaschen, genannt Gyoza, also ähnlich wie Dim Sum, für günstige 3,50 Euro. Und für den Berichterstatter zwei sehr leckere vietnamesische Sommerrollen. Die eine gefüllt mit Garnelen und die andere mit Feuerlachs. Preis 4 Euro. Da biss man doch mit einem guten Gefühl in die Rolle und hoffte, dass es auf diesem Niveau auch weitergehen möge. Tat es dann ja auch. Das Angebot an Vor- und Hauptspeisen in der Karte ist übrigens angenehm überschaubar. Etwa 2 Dutzend Vorspeisen und allenfalls 3 Dutzend Hauptspeisen machen die Auswahl nicht zu einer langwierigen Entscheidungsschlacht. Und auch die Preisgestaltung ist ausgesprochen gästefreundlich. Zum Beispiel die knusprige Ente für den Chronisten mit Mangosoße, Kokosmilch und Curry kostet 9,50 Euro. Und die beiden zarten argentinischen Hüftsteaks auf großem buntem Salat für Silvia nur 14,50 Euro. Und das ist dann auch schon das teuerste Gericht in der Karte. Und selbst solch eine üppige Portion mit Großgarnelen, die sich der Kameramann gewünscht hatte, schlägt mit nur 10,90 Euro zu Buche und ist somit auch für einen Geringverdiener, als den er sich gewohnheitsmäßig selber sieht, durchaus erschwinglich.
Und ein Blick in die saubere Küche festigte unseren Eindruck, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Fleißige Köche aus Vietnam hantieren geschickt mit Töpfen und Pfannen und die Chefin und der Chef, er ja selber ein gelernter Koch, achten akribisch darauf, dass jede Speise in Qualität und Aussehen ihren hohen Ansprüchen genügt. Denn dieser Qualitätsanspruch gehört zu ihrer Unternehmensphilosophie und begründete auch den Erfolg ihrer drei anderen Restaurants in der Stadt. Zumal künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker in ihren Küchen auf keinen Fall verwendet werden. Das ist gut so. Die Gäste jedenfalls wissen dies alles sehr zu schätzen. Und nicht ohne Grund ist das Golden Rice von Beginn an immer gut besucht. Hervorragendes Essen, kann ich nur sagen. Also ich hatte die Hähnchenspieße mit Erdnusssoße vorzüglich, jederzeit empfehlenswert. Also ich kann nur jedem sagen, hier muss man hergehen. Es ist rundum stimmig. Es hat super geschmeckt. Es war ein tolles Ansehen alleine vom Teller her. Die Inneneinrichtung ist sehr geschmackvoll. Es ist einfach ein Besuch wert. Es ist wirklich schön. Wir mochten uns diesem Urteil gerne anschließen. Unser Fazit: insgesamt 11 Portionen Sushi und Sashimi, 4 Vorspeisen und 8 Hauptspeisen. Nicht alles aufgegessen, aber alles probiert und für gut befunden. Und da wir ungerne was verkommen lassen, nahmen wir die schmackhaften Überbleibsel mit für die Lieben daheim. Vielen Dank, Herr Nguyen, und bis zum nächsten asiatischen Abendmahl in Ihrem sympathischen Restaurant Golden Rice in der Chausseestraße in Berlin-Mitte. Ja, da ziehen Sie hin mit 4 Kilo Sushi im Doggybag. Golden Rice täglich geöffnet von 11 bis Mitternacht. Mit einem schnellen, preiswerten asiatischen Lunch an allen Werktagen. Und jeder Arsi-Wendi-Mensch, der sich dort als solcher zu erkennen gibt und ein Hauptgericht bestellt, wird danach zu einem Dessert seiner Wahl eingeladen. Gratis, ja. So nett sind die vom Golden Rice. So, bevor er nun schon mal in die wohlverdiente Sommerpause geht, verrät uns unser Chefsommelier und Weinphilosoph Dirk Gieselmann zu guter Letzt, warum Weinflaschen mit Schraubverschluss nicht ordinär oder gar billig sind, sondern durchaus praktisch, weil hygienisch. Auf ein neues, Herr Gieselmann. Schön mal wieder. Auch schön. Allerdings aus einer Flasche mit einem Schraubverschluss. Das ist doch degutant. Jein oder nein? Weil ich bin ein Verfechter von Schraubverschluss. Genau. Erstmal sieht es heute ästhetischer aus als die ersten kleinen bösen 2-Liter-Flaschen. Ich sage mal Vor- und Nachteile vom Schraubverschluss. Ja. Es gibt viele Vorteile, die ich auch gern schilder. Ja. Es gibt nur einen einzigen Nachteil. Und zwar? Das Vorurteil. Aha, so, welche Vorteile hat es denn? Es hat einen Vorteil, die Hygiene. Wir haben immer wieder heute schlechte Korken, gravierend Korken mit zusammengeklebten Partikeln. Dann haben wir heute Kunststoffkorken, Dummy in der Weinflasche. Wer will das? Ja. Nur noch aus Kunststoff. Ja. Und ich habe mir gesagt, oder viele haben gedacht, und ich habe das schon seit über 30 Jahren, wurde früher verteufelt, ein Schraubverschluss ist hygienisch. Ein Schraubverschluss ist sauber. Ein Schraubverschluss ist clean. Ein Schraubverschluss gibt dem Wein keine Luft, weil diese Weine, die dort reingehören, die wären noch nicht alt. Verbrauchsweine, Zechweine, Schankweine, bitte mit einem Schraubverschluss. Mhm. Überall kennen wir heute Hygienevorschriften. Es gibt Spuckschutz, es gibt, die rennen hier rum mit Frommsen auf dem Kopf, ja, und schenken ein oder schneiden Fleisch. Und hier nimmt der Kellner den Korken, den rausgezogen hat, mit der Hand, wo immer sie war, und drückt den Korken wieder rein. Riecht noch dran und kommt durch seine Nase oder was? Oder. Ich möchte mich gar nicht da äußern, was da passiert ist. Ich rede ja von vorher mit der Flasche und wieder reindrücken. Ist es also für alle Gebrauchs- und Jungweine, für jede Art von Banketwein und Schankwein, ist die cleanste und sau, und es gibt keinen Korken mehr. Wenn jetzt ein Gast kommt und sagt, der hat ja Kork, dann glaub ich nicht. Ja, geht gar nicht. Ja. Große Korken wachsen 15 Jahre. 15 Jahre nach Korken, werden aus einem Stück wie Edelholz gestochen. Gehören in jeden großen Wein, der alt werden will oder alt werden darf. Mhm. Und in jedem jungen Wein gehört er nicht rein. Wir konzentrieren uns auf
große Qualitäten. Es wird den Korkschmecker nicht mehr geben, weil es nur noch Edelkorken sind. Da ist gar keine Nische, keine Rille, nicht wo Bakterien wachsen oder blühen können. Und das ist das Schönste von der Welt. Ein großer Korken in große Weine und alle Zech- und Verbrauchsweine bitte Schraubverschluss. Es gibt ja auch Glasstopfen. Was wir eine große Chateaus machen oder auch deutsche Spitzenweingüter, das Risiko ist der Silikonring. Weil wenn ein großer alter Riesling mit seinen Säuren lange liegt, was macht der Silikonring nach 10 Jahren? Das wissen ja noch gar nicht viele, weil es eben so neu ist. Ich denke mal, ein Glasstopfen ist auch wieder für Verbrauchsweine perfekt und große Lagerweine bitte in echten Top-Korken. Und da können wir auch Geld ausgeben. Weil ein guter Korken kostet dem Hersteller zwischen 80 und 1,40 Euro. Das beim 4-Euro-Wein undenkbar. Beim 60-Euro-Wein wurscht. Völlig wurscht. Wie ist es mit der Haltbarkeit einer geöffneten Weinflasche? Ist bedingt. Gut kühlen, klar. Stopfen drauf ist auch wichtig. Man kann heute auch durch kleine Luftpumpen, das ist ein Gegensatzventil, man hat einen Korken mit einem Ventil, man zieht, man vakuumiert, dadurch ist eben weniger Sauerstoff drin. Bakterien sind ja in der Luft, das kennen wir alle, dann passiert es später. Aber ein Wein offen sollte zwischen 3 Tagen und 1 Woche verbraucht sein. Und vakuumiert hält es eben die Woche und frisch offen nur mit dem Stopfen 3 Tage. Und bei Sekt und Champagner einen Löffel reinstecken, Silberlöffel? Ja, das haben wir da, wir haben das da liegen, die großen Weinirrtümer dieser Welt. Das ist der größte Quatsch überhaupt. Ja. Diese Stopfen, die man so raufdrückt mit der Klammer, die so über den Wulst gehen, die eine Feder haben, die schließen am besten, aber sie schließen nicht total. Ja. Und da gibt es den ältesten Trick der Welt, wenn ich den drauf habe, dann lege ich die Flasche, stelle sie nicht mehr so in den Kühlschrank, sondern ich lege sie so hin oder ich lege sie so an den Rand. Weil die Luft will immer nach oben raus. Und da hat sie null Chance. Das ist der einfachste und billigste Trick der Welt. Nimm einen normalen Greifkorken, der schließt, kommt keine Flüssigkeit raus, Kohlensäure will nach oben, hat keine Chance am Boden und du hast nächsten Tag genau die gleiche Kohlensäure. Danke. Danke für den Tipp. Gerne. Ja. Vielen Dank, Dirk Gieselmann, für Ihre pointierten Weingedanken. Hoffentlich bis bald mal wieder. So, wir sind hier und jetzt zu Gast im schönen Restaurant Speisewerkstatt in Berlin-Nikolassee. Hier kocht der Chef noch selbst. Nach der Ausbildung im Schwarzwald und mit Stationen in London, St. Moritz, Bermuda, Kapstadt und auf dem Kreuzfahrtschiff The World hat Markus Kössler nun im Südwesten Berlins gemeinsam mit seiner Frau Andrea die Speisewerkstatt eröffnet. Hier erwartet den Gast ein anspruchsvolles und preiswertes deutsches Kochhandwerk mit internationalen Akzenten, wie zum Beispiel Seeteufel im Serrano-Mantel, aber auch passend zur Jahreszeit Belitzer Spargel mit Kalbschnitzel oder der beliebte Hausklassiker, genannt Werkstatt Fish and Chips. Das Restaurant ist sehr gemütlich und geschmackvoll eingerichtet mit ca. 40 Plätzen und die rundum begrünte Terrasse mit Blick über den idyllischen Hohenzollernplatz und auf den historischen S-Bahnhof Nikolassee ist besonders schön. Die Speisewerkstatt hat täglich ab 12 Uhr geöffnet, sonntags erst ab 5 und montags gar nicht, da ist die Werkstatt zu. So, jetzt haben wir aber wirklich genug gesehen, getrunken und gegessen. Jetzt wird erst einmal verdaut und zwar bis zum 29. Mai. Oh, ja. Vielen Dank, Frau Köstler. Naja, so ein kleines Schnitzelchen, das rutscht doch auch noch. Ja, vielen Dank. Danach wird aber verdaut und zwar bis zum 29. Mai, also zur nächsten RC Bendy-Ausgabe in diesem Monat. Bis dahin, ciao ihr Lieben und bis zum nächsten vergnüglichen Sommermahl. Tschüss. So, Sommermahl jetzt essen? Na kommt.